Herzlich willkommen zu einem Video des Projektes OER für die Lehrkräftebildung, Handlungsstrategien für heterogene Klassen der Universitäten Oldenburg und Vechta, gefördert vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur in Zusammenarbeit mit der Universität Flensburg. Effektive Gestaltung von Lernmaterialien. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu unserem Video über die Gestaltung von Lernmaterialien. Was wir Ihnen anbieten wollen, kommt Ihnen vielleicht an manchen Stellen schon bekannt vor. Aber wir haben versucht, so diese wissenschaftlichen Erkenntnisse zusammenzufassen, sodass Sie es kompakt auf einen Punkt haben. Wir wollen dazu etwas sagen zu den Medien im Unterricht. Das gilt für analoge Medien, Arbeitsblätter. Das gilt natürlich ganz ähnlich auch für digitale Medien. Wir wollen Ihnen Kriterien an die Hand geben, wie diese Lernmaterialien lernwirksam gestaltet werden können. Auf der Basis der Theorie, die Sie bereits kennen, auf der Basis von evidenzbasierter Forschung zum Thema Gestaltung von Unterricht. Wir wissen, wie wichtig, wie zentral die Bedeutung von Lernmaterialien für gelingenden Unterricht ist. Das Lernen unserer Schülerinnen und Schüler bekommt wesentliche Anregungen durch die Materialien, mit denen sie dann möglichst selbstständig arbeiten können. Diese Gestaltung kann gewissen Kriterien folgen. Und diese Kriterien versuchen wir Ihnen komprimiert vorzustellen. Medien im Unterricht, Lernmaterialien im Unterricht, gehören natürlich in die Planung des Unterrichts ganz zentral hinein. Wir haben es zu tun mit den Zielen, denen Lernmaterialien dienen sollen. Die Inhalte müssen repräsentiert werden in den Materialien. Und wir müssen diesen Lernprozess zum Ausgangspunkt nehmen. Also zur Erreichung unserer Lehrziele und zur Vermittlung der Lerninhalte dienen diese Medien, diese Lernmaterialien. Und natürlich, wie binde ich sie ein? Welche Unterrichtsmethode verwende ich? Wie komme ich in eine gute Struktur des Lernprozesses? Da können wir auf unsere Classroom-Management-Informationen verweisen. Insgesamt führen diese Entscheidungen zu einem gelingenden Gesamtkonzept, wenn sie gut aufeinander bezogen sind. Und wir wissen natürlich, das ist durchaus die Handwerkskunst der Lehrkraft. Diese Entscheidungen, die Sie treffen, sollten natürlich diesen Kriterien guten Unterrichts folgen. Wenn wir an unser Eisbergmodell denken, auch hierzu haben wir ein Video für Sie vorbereitet, dann sehen wir, wie wichtig die tiefen Strukturen des Unterrichts sind. Neben dem schon genannten Classroom-Management, wie gut können Lernmaterialien kognitiv aktivieren? Das eigenständige Lernen, das Nachdenken, das Verarbeiten der Inhalte initiieren, anregen, motivieren dazu. Und gibt es so etwas wie eine konstruktive Unterstützung? Gibt es Anregungen, Hilfen, um selbstständig zu lernen? Diese drei Dimensionen, Classroom-Management, kognitive Aktivierung, konstruktive Unterstützung, gelten natürlich gerade auch für die Lernmaterialien. Und darum werden wir einige Kriterien uns genauer anschauen, wie diese grundsätzlichen Strukturen gut unterstützt werden können durch den Einsatz, durch die Entwicklung von geeigneten Lernmaterialien. Wie gesagt, nicht nur analog, auch digitale Materialien sollen diesen Kriterien möglichst entsprechen. Welche sechs Kriterien können uns anleiten, gute Lernmaterialien zu gestalten? Diese Kriterien bauen, wie gesagt, auf unser Konzept der tiefen Strukturen auf. Erstens, anknüpfen am Vorwissen. Das Vorwissen ist mit die entscheidende Dimension für erfolgreiches Lernen. Was bringen unsere Schüler mit? Was haben wir vielleicht in der Lernsequenz vorher gemacht? Was ist gesichertes Wissen? Möglichst für alle Schüler diese Basis nutzen. Zweitens, Fokussierung auf das Wesentliche. Man kann sich immer wieder in viele Dimensionen und Details verlieren, aber ein gutes Lernmaterial konzentriert sich auf die wichtigen Inhalte und auf die wichtigen Themen. Drittens, vielfältige Feedbackmöglichkeiten. Feedback als eine ganz zentrale Dimension, wir haben dazu auch ein eigenes Video. Feedback im Lernmaterial selber ermöglicht selbstständige Kontrolle der Lernergebnisse und des Lernprozesses. Lösungsbeispiele, ein viertes Kriterium, können dazu dienen, zu kontrollieren. Bin ich auf einem guten Weg? Habe ich das richtig gemacht? Habe ich an alles gedacht? Ich kann etwas nachvollziehen, auch dazu können mir Lernmaterialien gut helfen. Passende Darstellung. Es ist gar nicht so einfach, passende Grafiken, Visualisierungen, Schemata zu nutzen und da einzubinden in den Lernprozess. Und letztes Kriterium, ist das Material irgendwie geprüft?
Haben wir schon mal gute Erfahrungen damit gemacht? Hat es sich als wirksam erwiesen? Diese 6 Kriterien kann man destillieren gewissermaßen aus der Forschung. Und diesen 6 Kriterien wollen wir jetzt detaillierter nachgehen. Wir kommen zum ersten Kriterium. Anknüpfen am Vorwissen. In der Regel stehen unsere Lernmaterialien ja im Rahmen einer bestimmten Unterrichtssequenz. Eine Folge, ein Thema, was aufeinander aufbaut. Und es ist wichtig, dass unsere Lernmaterialien die Schülerinnen dort ansprechen, wo sie stehen, wo sie ihre Leistungskompetenzen haben, wo sie ihr Vorwissen schon einbringen können. Es ist frustrierend zu merken, das Arbeitsblatt, die Materialien, der geforderte Lernschritt überfordert mich. Diese Passung zum Vorwissen ist also ganz zentral. Dazu muss ich natürlich genau beobachten, was beherrschen meine Schüler. Vielleicht auch die Einstiegsaufgabe sehr leicht gestalten, sodass Schülerinnen und Schüler gerne anfangen und merken, das schaffe ich, das bewältige ich gut. Das Vorwissen, das ist ein übereinstimmender Befund aus vielen Studien, ist einer der wirksamsten, der bedeutendsten Prädiktoren für erfolgreiches Lernen. Wie könnten wir das tun? Wir könnten anknüpfen an einen sogenannten Advanced Organizer. Ein Überblick über die geforderten Lernschritte, über die Inhalte, die wir bereits bearbeitet haben. Und das als Grafik zur Orientierung anbieten. Wir könnten eine Checkliste anbieten auf der Seite. Das kann ich schon. Ich könnte nochmal mit grafischen Elementen, mit Stichworten auf das, was wir bereits gearbeitet haben, hinweisen. Und das als Einstieg in die Arbeit mit diesem Lernmaterial. Aktivierende Fragen, die in einem Unterrichtsgespräch die Arbeit mit dem Lernmaterial beginnen und rahmen. Das sind Möglichkeiten, genau das Vorwissen zu aktivieren. Zweites Kriterium, Fokussierung auf das Wesentliche. Sie als Lehrkraft sind Spezialistin für das Wissen. Sie können entscheiden, was ist die wesentliche Botschaft, was ist die zentrale Aussage, was ist unser Lernziel, was wollen wir tatsächlich erreichen. Und darauf sich zu fokussieren, auch mit dem Lernmaterial. Das bedeutet aber auch, ich muss den Mut haben, Entscheidungen zu treffen, auf Themen, auf Inhalte, auf Aspekte, die mir vielleicht sehr am Herzen liegen, auch zeitweilig zu verzichten, sie nach hinten zu stellen, sie für einen eigenen Lernprozess zu reservieren. Auf zentrale Inhalte, auf zentrale Aspekte fokussieren und dadurch Redundanzen, die ablenken vom Eigentlichen, die zu vermeiden. Das wäre auch ein wichtiges Kriterium für die Gestaltung des Lernmaterials. Wie sieht das konkret aus? Wenn Sie an die Aufgabenformate denken, immer wenn wir mischen, wenn wir mehrere Aufgabenformate in einem Material haben, dann kann das sehr ablenkend sein. Also das Format neben den Inhalten ist ebenfalls eine wichtige Dimension, wo wir fokussieren sollen. Und Operatoren müssen klar verständlich sein. Was genau ist zu tun? Lies die Aufgabe, löse die Aufgabe. Aber wie? Was genau ist zu tun? Unterstreichen. Das Wichtige hervorheben. Solche Operationalisierungen der geforderten Lernschritte mit dem Material sind zu klären. Und am besten, Sie haben sie einmal geklärt und dann wird immer wieder darauf zurückgegriffen. Das ermöglicht selbstständigen Umgang mit Lernmaterial. Kriterium 3, Feedbackmöglichkeiten. Die Rückmeldung über den Lernfortschritt, über die erfolgten Prozesse des Lernens, über das, was ich mir neu erworben habe, kann auch mit Hilfe des Lernmaterials geschehen. Wir bieten digitale Tools ganz hervorragende Möglichkeiten. Aber wie gestalte ich denn das Feedback? Dazu gibt es auch Hinweise. Einfach nur richtig falsch ist viel zu einfach. So ein gutes Feedback begleitet den Lernprozess. Und natürlich gilt dies auch für analoge Lernmaterialien. Ich sollte einen Überblick bekommen über meine Qualität des Ergebnisses, aber auch über die Schritte des Lernprozesses. Möglichkeiten der Selbstkontrolle, Zwischenschritte, wo ich sagen kann, ja, das habe ich soweit richtig gemacht. Hier ist meine Teilaufgabe, da steht die Lösung, kann ich abstreichen, habe ich gemacht. Diese Rückmeldung bezüglich der Lernschritte neben der Erreichung des Lernziels ist also eine wichtige Dimension, aber natürlich auch Rückmeldung über das Arbeitsverhalten. Wie lange ich gebraucht habe, habe ich mit Partnern kooperiert, habe ich in der Gruppe gearbeitet? Gibt es dazu auch Möglichkeiten, Rückmeldungen zu erhalten? Das kann ich einbauen. Da kann ich
mittels Icons, Symbolen kann ich zeigen, hier kommt eine Phase der Partnerarbeit. Nutze das Gespräch mit deinem Mitschüler. Diese Möglichkeiten sind vielfältig. Einen kleinen Test zur Selbstüberprüfung kann ich mit einbauen in das Lernmaterial. Lösungswörter anbieten, Smileys, wo ich mich selber belohnen kann. All das sind Möglichkeiten, die vielleicht in einer extra Spalte als Lernhilfen angeboten werden. Und damit geben Sie Feedback zu dem Umgang mit dem Lernmaterial an die Schülerinnen und Schüler, die damit merken, hier bin ich auf einem guten Weg. Lernmaterialien, die das Lernen unterstützen, können auch sehr gut auf Lösungsbeispiele verweisen. Verraten wir da nicht zu viel? Nein. Wir geben ein Beispiel, wie eine Aufgabe zu lösen ist, um dann selbstständiges Lösen zu begleiten. Das ist so gewissermaßen Schritt für Schritt, wo ich an dem Beispiel orientiert meine selbstständige Aufgabenbearbeitung lernen kann. Das heißt, Lösungsbeispiele veranschaulichen, wie ich eine Aufgabe bearbeite. Sie zeigen mir, sie verdeutlichen einen möglichen Lösungsweg. Damit wird auch deutlich, was das Ziel ist. Wo will ich hin? Das wird an dem Beispiel ebenfalls deutlich. Und darum ist es ganz hilfreich, wenn wir so 2, 3, vielleicht auch 4 Lösungsbeispiele im Lernmaterial haben. Geschickt ist es dann, wenn Sie diese Lösungsbeispiele reduzieren. Am Anfang ist jeder Schritt dargestellt. Beim zweiten Beispiel wird vielleicht ein einfacher Schritt übersprungen. Da ist eine Lücke. Und beim letzten Beispiel, da gibt es nur einzelne Schritte, die verdeutlicht werden. Aber diese schrittweise Vorgehensweise bei der Lösung der Aufgaben gibt mir natürlich eine Orientierung, gibt mir eine Sicherheit, dass ich auf dem guten Weg bin. Und damit kann ich diesen Lernweg sehr gut nachvollziehen und in das eigene Lernen mit transferieren. Dabei hilft mir auch, wenn ein fiktiver Schüler berichtet, wie er Aufgaben gelöst hat. Auch das ist eine gute Zugangsweise, um Lösungsbeispiele im Lernmaterial einzusetzen. Dazu gibt es gerade auch im internationalen Kontext wunderbare Forschung, dass Lösungsbeispiele ein hochwirksames Mittel sind, um zum Lernerfolg zu kommen. Passende Darstellung, ein nächstes Kriterium. In den Lernmaterialien sollten wir geeignete, unterstützende, visuelle Hilfen anbieten. Das ist gar nicht so einfach. Sie kennen vielleicht Lernmaterial, die wunderbar dekoriert sind, aber vielleicht das Lernen eher hindern, ablenkend sind, viel zu vielfältige Reize anbieten. Nein, lernunterstützende Visualisierungen und passende Darstellungen sind oft sehr konzentriert, auf die wesentlichen Lernschritte konzentriert. Das heißt, wir müssen eindrückliche visuelle Hilfen bieten, Bilder mit Erinnerungswert schaffen. Und sie müssen eng verknüpft sein mit der Aufgabe, mit dem Thema, mit den Lernschritten. Es ist notwendig, auf die Bilder zurückzugreifen. Sie sind nicht nur Dekoration, sondern sie können etwas veranschaulichen. Ich muss dabei auch darauf schauen, ich muss sie nutzen. Sie können mir aber auch weiterführende Hinweise geben, eine ganz andere Funktion von visualisierten Hilfen. Diese Unterstützungen bedeuten, ich muss mich sehr stark konzentrieren, ich muss mich überlegen, ich muss mir einen Plan schaffen, wie passt meine Darstellung zu dem Lernprozess? Welche Funktion hat es? Wie ist es einzubauen in den Lernschritt? Diese Möglichkeiten erfordern einen sehr reflektierten Umgang mit Visualisierung, mit diesen passenden Darstellungen. Denken wir einmal an die Darstellungsformen, die es gibt. Wir haben inaktive Formen, wo wir konkret handeln. Wir haben dann die Darstellung in der Form von Abbildungen und wir haben symbolische Darstellungen. Und letztlich geht es natürlich darum, diese symbolische Ebene auch zu erreichen. Allmählich zu reduzieren und auch mit Schemata zu arbeiten, die auch mein Gedächtnis entlasten, sodass ich damit sehr gut umgehen kann. Wie könnte das aussehen? In Mathe zum Beispiel eine Textaufgabe mit einer wichtigen Grafik, die mir eine wichtige Botschaft gibt. Ein Deutsch, ein neues Vokabular wird mit Bildern dargestellt. Zusätzliche Inhalte werden visualisiert, die im Text sind, aber die darauf aufbauen und die das weiterführen. Es gibt Aufgaben, ich muss mich beschäftigen mit dieser Darstellung. Im Sachunterricht ein Experiment, wo die Handlungsfolge dargestellt wird. Wie ist das aufzubauen? Wie gehen wir vor? Genauso auch für den naturwissenschaftlichen Unterricht.
Wie sind die Zusammenhänge zu verstehen? Das sind wichtige Elemente für passende Darstellung. Und unser letztes Kriterium, evidenzbasierte Materialien. Evidenzbasierung meint nicht eine gewisse Technik, sondern Evidenzbasierung meint wirksame Unterstützung, wirksame Materialien. Materialien, die also wirklich auch zum Beispiel auf unsere tiefen Strukturen aufsetzen, wo ich sehe, ja, sie dienen der kognitiven Aktivierung. Ja, dieses Material bietet auch konstruktive Unterstützung. Das meint Evidenzbasierung. Sie sind tatsächlich wirksam für das Lernen. Das heißt, Sie haben eine gewisse theoretische Fundierung, natürlich auch in Ihrem Fach. Fachdidaktische Aspekte sind ganz wichtige Kriterien auch für eine gute Evidenzbasierung. Und sie führen nachgewiesenermaßen zu einem Lerneffekt. Es gibt inzwischen zahlreiche Programme, Materialien, Unterrichtssequenzen, die auch evaluiert sind. Es gibt auch in OER-Plattformen gibt es Angebote für erprobte Lernmaterialien. Darauf zurückzugreifen macht absolut Sinn. Ich muss nicht alles neu erfinden. Also Bewährtes zu nutzen, warum nicht? Wir haben da zum Beispiel eine ganze Reihe von Förderprogrammen. In der Testzentrale einer Homepage finden Sie Hinweise auf evaluierte Verfahren. Oder in unserer grünen Liste Prävention finden Sie Hinweise auf Unterstützung im Bereich des Verhaltens, auch des Lernverhaltens. Wir haben in den einzelnen Fächern haben wir unterschiedliche Projekte, die Materialien erprobt und evaluiert haben. Auch digital gestützte Materialien, zum Beispiel die Reihe Elf und Mathis, gibt es für Lesen, gibt es für Mathematik. Es gibt Materialien, die auch in vielen Evaluationsstudien genutzt wurden. Zum Beispiel die kognitiven Trainings, Denktrainings von Kollegen Klauer, die Materialien mit Mengen, Zellen, Zahlen, die vielfältigen Formen der Unterstützung des Lesens in etablierten und evaluierten Förderprogrammen und Maßnahmen. Darauf zurückzugreifen, analog vielleicht angepasst an die eigene Aufgabe, an die eigene Sequenz, die Materialien umzugestalten, das ist ein kluges Vorgehen, wo ich die Erfahrungen, auch die Prüfungen, die von der Wissenschaft durchgeführt wurden, kann ich dann nutzen für meinen Unterricht. Diese sechs Kriterien können uns also wichtige Leitlinien geben für die Gestaltung von erfolgreichem Lernmaterial. Ein Lernmaterial, das tatsächlich das Lernen unterstützt, das in die Tiefe geht, das diese Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler selbst begleitet, anregt, unterstützt und dazu Feedback. Und das ist für uns, glaube ich, sehr nachvollziehbar. Das ist keine leichte Aufgabe. Lernmaterialien sind ein anspruchsvolles Thema für die Lehrkraft. Eigentlich müssten wir für jedes Kriterium eine eigene Sitzung machen. Wir müssten uns einmal konzentrieren auf ein Kriterium und danach Materialien sichten und danach gestalten. Dann entwickeln sich Routinen, sodass ich gewissermaßen einen Sensus bekomme, ein Gefühl dafür bekomme, eine Wahrnehmung, eine Sensibilität, ein kritisches Reflektieren wird dadurch möglich. Ist dieses Material tatsächlich hilfreich für das Lernen meiner Schülerinnen und Schüler? Daraus resultieren unsere Vorschläge. Suchen Sie sich mal eines der Kriterien heraus. Schauen Sie, wie das in den Materialien umgesetzt wird. In Ihrem eigenen oder in dem, was angeboten wird. Auch von den Verlagen, von den Kollegen, von Homepages, wo Sie vielleicht etwas finden. Vielleicht gibt es aber auch weitere Umsetzungsmöglichkeiten. Vielleicht ist das nur eine gute Basis dafür, dass Sie weitergehen, dass Sie das Material erheblich weiterentwickeln und dann an andere Kriterien nochmal anpassen. Vielleicht gibt es Methoden, vielleicht gibt es Einbindung in den Unterrichtsprozess, in die Planung Ihres Unterrichts, in Ihrer Unterrichtssequenz und Ihres Unterrichtsinhaltes, die dazu führen, dass das Material deutlich gewinnt. Mit diesen Anregungen zur Verarbeitung unseres Videos würde ich Sie gerne entlassen und Ihnen viel Erfolg wünschen in der Aufbereitung, in der Nutzung der Lernmaterialien. Ich glaube, das ist sehr befriedigend zu sehen. Schülerinnen und Schüler können damit selbstständig zum Erfolg kommen. Das wünsche ich Ihnen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, empfehlen Sie es gerne weiter. Aktuelle Informationen zu diesem Video, Literaturangaben und weiteren Materialien aus diesem Projekt finden Sie unter dem angegebenen Link und bei twillo.de. Scannen Sie einfach die QR-Codes. Dieses Video wurde unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht und ist zur Weiternutzung freigegeben. Die genauen Bedingungen entnehmen Sie bitte dieser Ansicht.